Hey Freunde, wieder ein neues Video ist am Start und heute machen wir uns wieder ran, nochmal einen neuen Skin zu basteln. Ab dem 13. Februar kommt ja Sonic in das Kino und da denke ich mir so, als Sonic-Fan müssen wir uns einfach einen Skin basteln und dafür passt doch der Bedrock Edition Editions-Editor für Skins doch am besten und von daher basteln wir uns ein. Aber vorher, ihr wisst, Intro. Geht's los, natürlich hier mit unserem Steve. Da müssen wir einmal auf unseren Körper gehen, basen und wir legen gleich los, unseren Sonic uns zu basteln. Zack, machen wir uns die Haut, sage ich mal, ein bisschen so fellmäßig. Da würde ich euch dieses Bullig empfehlen. Passt da super zu. Sonic hat eine blaue Haut. Wir haben zwei verschiedene Blautöne. Nehmt nicht unbedingt das Dunkelblau. Das nehmen wir dann später für die Stacheln. Nehmt euch lieber mehr das Hellblau. Das passt da gut zu zum Sonic. Dann geht's weiter auf Frisuren. Sonic hatte ja so eine Igel-Stachel-Frisur. Da gibt's eine Frisur, wo ich mal sagen könnte, die können wir ruhig nehmen. Und zwar sind das kurze Dreadlocks, die passend, sage ich mal, zu Sonic-Style passen. Leider gibt's nur hier Dunkelblau. Ne, wie gesagt, jetzt gerade eben Dunkelblau nehmen wir dann einfach für die Stacheln. Ne, dann haben wir da so eine kleine Abhebung von der Haut und sage ich mal zu den Stacheln. Zack, dann nach der Frisur geht es weiter zu den Augen. Wir brauchen solche schönen Animationsaugen, so Anime-Augen, wie man das so ein bisschen kennt. Wir haben hier auch ein paar schönes Paar. Jetzt müssen wir natürlich noch die Pupillen machen. Sonic hat grüne Augen. Ich empfehle euch hier aus der zweiten Reihe dieses dunkelgrün. Passend super zu Sonic. Ja, er hat eigentlich mehr so ein Hellgrün, aber ich finde so das Hellgrün, das passt wieder nicht so gut mit den Augen. Von daher nehmen wir uns das Dunkelgrün. Weiter zum Mund. Da müssen wir natürlich was Passendes finden. Wir können ja nicht so einen großen Mund nehmen, der mit den Augen dann zusammenstößt. Von daher empfehle ich euch einfach mal hier so eine kleine Grimasse. Die sollte doch eigentlich passen zu unserem Sonic. Er grinst ja eigentlich auch immer. Dann geht es weiter auf Gesichtsbehaarung. Ja, Sonic kriegt sogar einen Bart. Und zwar machen wir uns... Oh, da guck mal, das fällt mir gerade auf. Wir haben wieder einen neuen Bart hier erhalten in Minecraft. Ohne Updates. Ha, hauen sie uns hier einfach wieder was rein. Ein paar Koletten. Ja, nee, aber ansonsten nehmen wir uns einfach mal einen Schnauzbart. Den färben wir uns dann natürlich auch nochmal dunkelblau. Das soll so ein bisschen seine Stupsnase sein von unserem Sonic. Nee, um den halt so ein bisschen darzustellen. Dann geht es weiter. Ja, Arme. Können wir Arme machen? Ich glaube eher nicht. Ne, da haben wir noch nichts dabei. Bein ist auch nicht so der Fall. Aber bei der Größe können wir was machen. Sonic ist ja ein kleiner Igel, von daher machen wir auf die kleinste Stufe, die es geht. Und dann natürlich Armgröße. Ich würde sie schmal machen. Ne? Sonic ist ja nicht so ein Bulliger. Von daher machen wir die sehr schmal. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Körper fertig. Und dann geht es weiter mit dem Stil. Stilhut können wir mal oben gucken, ob wir da was finden. So richtig so, sag ich mal, dass er gar nichts oben anhat, ne? Und seinen... Ja, Igelfell halt einfach nur zeigt, das gibt es leider nicht, so ein Pulli, aber man kann sich hier so ein Tent-Top nehmen, ne? So ein Sport-Top, ne? Damit das so ein bisschen passt zu Sonic. Dann geht es weiter natürlich auf die Hosen, da gibt es natürlich ein paar Sporthosen, na zack, kleben wir mal hier ein bisschen runter, finden wir vielleicht was, ja hier, kurze Sporthosen, rüsten wir mal einfach Sonic aus, passend sind natürlich auch blau, wie seine Fellfarbe. Oberbekleidung gibt es jetzt nicht unbedingt was, Kopfbedeckung, ja, da können wir mal gucken. Bei Sonic, was gibt es denn da Feines? Wenn wir hier so ein bisschen durchsnügern bei der Kopfbedeckung, finden wir auch irgendwo ein paar Ohren. Zack, ich empfehle euch die Katzenohren, die passen super zu Sonic. Das sind kleine, spitze Ohren. Es gibt natürlich noch andere Ohren, die man nehmen könnte. Aber bei den meisten Ohren ist das so, wenn man die ausrüstet, dann werden die Haare halt so, ja, also die werden komplett glatt gemacht. Ne, da ist nicht mehr die Textur drin der Haare. Von daher nehmt euch mal die Katzenohren und fertig habt ihr euren Sonic schon so gut wie. Natürlich fehlt noch eine Sache, seine Rennschuhe. Ne, Handschuhe brauche ich jetzt nicht. Schuhe an sich, die wären nicht schlecht. Da müssen wir einmal komplett bis nach unten scrollen. Und da gibt es denn hier diese bombigen Knöcheltonschuhe. Die würde ich mal sagen, rüsten wir aus. Er hat zwar mehr rote Schuhe, aber jetzt solche lila, rosa mäßigen Schuhe müssen wir uns jetzt einfach mal aussuchen, weil nicht so richtig gibt es hier diese Rennerschuhe von Sonic, aber naja. Gesichtsgegenstände, Rückengegenstände fallen eigentlich weg, da ist nichts dabei, wo unser Sonic noch ein bisschen sonniger wird. Ne, das ist unser Sonic, so sieht er aus, so lieben wir ihn. Jetzt könnt ihr rumrennen, eure Freunde ein bisschen verwirren, die erkennen ihn bestimmt nicht gleich auf Anhieb, aber wenn ihr es sagt, dann denke ich mal, weiß jeder, was für eine Legende hier rumrennt. Ja, unser Sonic, er lebt und leidet jetzt mit uns hier in der Minecraft-Welt. Mal gucken, was er mit euch erlebt. Bei mir war er schon bei ein paar Freunden unterwegs, hat da schon ein bisschen Unsinn gemacht, ein bisschen rumgerannt. Ne? Ihr wisst ja, er ist ja einer der schnellsten. Wie immer hoffe ich, hat dir das Video gefallen. Im nächsten Video geht es dann wieder ran an einer Baufolge, wie gesagt. Und mal gucken, was da kommt. Lasst euch überraschen. Ne? Wir sehen denn, was da so auf uns zukommt. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Freue mich dann auf die nächste Folge wieder mit euch. Und dann haut's rein. Und ihr wisst ja. Tschüss.